Die besten Zitate, Sinnsprüche und Aphorismen von Heinrich von Kleist. Die Wahrheit ist, dass mir auf Erden nicht zu helfen war. Was dein erstes Gefühl dir antwortet, das tue. Unsere äußeren Schicksale interessieren die Menschen, die inneren nur den Freund. Was man dem Volk dreimal sagt, hält das Volk für wahr. Ich betrachte die Musik als die Wurzel aller übrigen Künste. Es stirbt der Glücklichste wünschend. Tugend und Liebe begründen zwar das Familienglück, aber nur Talente machen es wirklich anziehend. Wir werden uns in diesem unruhigen Leben so selten unserer selbst bewusst, die Gedanken und die Empfindungen verhallen wie ein Flötenton im Orkane, das alles kann ein Tagebuch verhüten. Ist nicht oft ein Mann, der einem Volke nützlich ist, verderblich für 10 andere? Jedem will ich Misstrauen verzeihen, nur dir nicht, denn für dich tat ich alles, um es dir zu benehmen. Und dass ich sterbe, weil mir auf Erden nichts mehr zu lernen und zu erwerben übrig bleibt. Lebe wohl. Nichts ist dem Interesse so zuwider als Einförmigkeit und nichts ihm dagegen so günstig als Wechsel und Neuheit. Wenn wir von den Dichtern verlangen wollen, dass sie so idealisch sein sollen wie ihre Helden, wird es noch Dichter geben? Denn dieser Zweck ist es, welcher der Liebe ihren höchsten Wert gibt. Edler und besser sollen wir durch die Liebe werden. Dem einen Ruhm, dem anderen Vergessenheit, dem einen ein Zepter, dem anderen ein Wanderstab. Was ist lächerlich, im Mondschein über den Schatten eines Laternenpfahls zu springen, in der Meinung, es sei ein Graben? Die Menge von Erscheinungen stört das Herz in seinen Genüssen, man gewöhnt sich endlich, in ein so vielfaches eitles Interesse einzugreifen, und verliert am Ende sein Wahres aus den Augen. Verrat, Mord und Diebstahl sind hier ganz unbedeutende Dinge, deren Nachricht niemand affiziert. Die Welt ist eine wunderliche Einrichtung, und die göttlichsten Wirkungen, mein Sohn, gehen aus den niedrigsten und unscheinbarsten Ursachen hervor. Oh, es muss doch noch etwas anderes geben als Liebe, Ruhm, Glück, wovon unsere Seelen nichts träumen. Jede Minute, jeder Mensch, jeder Gegenstand kann dir eine nützliche Lehre, wenn du sie nur zu entwickeln verstehst. Dieselbe Stimme, die dem Christen zuruft, seinem Feinde zu vergeben, ruft dem Seeländer zu, ihn zu braten, und mit Andacht isst er ihn auf. Wenn die Überzeugung solche Taten rechtfertigen kann, darf man ihr trauen? Das Gute bedarf Zeit, es zu bilden. Das Schnellgebildete stirbt schnell dahin. 2 Frühlingstage und die Orangenblüte ist verwelkt, aber die Eiche durchlebt ein Jahrtausend. Das Glück kann nicht, wie ein mathematischer Lehrsatz, bewiesen werden, es muss empfunden werden, wenn es da sein soll. O Gott, wenn mir einst das bescheidene Los fallen sollte, das ich begehre, ein Weib, ein eigenes Haus und Freiheit. Wie können wir uns getrauen, in den Plan einzugreifen, den die Natur für die Ewigkeit entworfen hat, da wir nur ein so unendlich kleines Stück von ihm, unser Erdenleben, überblicken?
Das Ersteigen der Berge, wie der Weg zur Tugend, ist besonders wegen der Aussicht, die man eben vor sich hat, beschwerlich. Es gibt Menschen wie die ersten Arabesken, man versteht sie nicht, wenn man nicht Raphael ist. Künste und Wissenschaften, wenn sie sich selbst nicht helfen, so hilft ihnen kein König auf. Verstanden wenigstens möchte ich gern zuweilen sein, wenn auch nicht aufgemuntert und gelobt. Von einer Seele wenigstens möchte ich gern zuweilen verstanden werden, wenn auch alle anderen mich verkennen. Dem Durstigen kommt es, als solchem, auf die Schale nicht an, sondern auf die Früchte, die man ihm darin bringt. Ohne Reiseplan sich auf die Reise begeben, heißt erwarten, dass der Zufall uns an das Ziel führe, das wir selbst nicht kennen. Ohne Lebensplan leben, heißt vom Zufall erwarten, ob er uns so glücklich machen werde, wie wir es selbst nicht begreifen. Unsere Väter und Mütter schelten immer so erbittert auf die Ideale, und doch gibt es nichts, was den Menschen wahrhaft erheben kann, als sie allein. Wie manches regt sich in der Brust der Frauen, das für das Licht des Tages nicht gemacht. Wir müssen festhalten, was wir uns selbst erworben haben. Denn niemals, wohin ich mich auch, durch die Umstände gedrängt, wenden muss, wird mein Herz ein anderes Vaterland wählen als das, worin ich geboren bin. Ja, es liegt eine Schuld auf dem Menschen, etwas Gutes zu tun. Das Gefühl, im Innern schön zu sein, und das Bild, das uns der Spiegel des Bewusstseins in den Stunden der Einsamkeit zurückwirft, das sind Genüsse, die allein unsere heiße Sehnsucht nach Glück ganz stillen können. Sind wir da, die Höhe der Sonne zu ermessen oder uns an ihren Strahlen zu wärmen? Ein Aprilmonat kann kaum so schnell mit der Witterung wechseln, als die Franzosen mit der Kleidung. Ein schönes Kennzeichen eines solchen Menschen, der nach sicheren Prinzipien handelt, ist Konsequenz, Zusammenhang und Einheit in seinem Betragen. Wo nur die Vernunft herrschend ist, da vertragen sich die Meinungen leicht. Kein Gold besticht ein empörtes Gewissen. Wenn die Könige trauern, so trauert auch das Land. Welch ein unsägliches Glück mag in dem Bewusstsein liegen, seine Bestimmung ganz nach dem Willen der Natur zu erfüllen. Welches Zitat hat euch am besten gefallen? Wir warten auf Ihre Antwort in den Kommentaren. Abonnieren Sie unseren Kanal und achten Sie auf die Klingel, damit Sie das nächste Video nicht verpassen. Vielen Dank fürs Zuschauen.